Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Mary Le Chef auf dem Bauernmarkt Level 33 und anscheinend haben ja alle irgendwie Ärger mit ihren Eltern. Es zieht sich hier durch das ganze Spiel. So, für Dessert ist immer Platz. Richard hat die Bücher auf dem Tisch vergessen und jetzt wollen die Kunden dort nicht sitzen. Aha. Die Bücher auf dem Tisch vergessen. Ja, der Laden leuchtet. Aber die Theke können wir noch nicht kaufen. Okay. Papa! Ich habe Jennifer getroffen. Sie hat mir erzählt, dass du sehr fleißig für die Prüfung lernst. Der Termin ist schon bald. Ich denke ehrlich gesagt daran, alles auf den Herbst zu verschieben. Warum das denn? Ich will diese Prüfung nur einmal machen müssen und dann sofort bestehen und lieber nicht ein zweites Mal all den Stress haben. Du bist eine Thunderworth. Die Juristerei liegt uns im Blut. Natürlich wirst du bestehen. Der hat aber auch Bücher mitgebracht hier. Hier, ich habe ein paar meiner alten Lehrbücher rausgesucht. Die helfen sicherlich beim Lernen. Danke, Papa. Hey, wie wäre es, wenn ich dir ein kleines Mittagessen zaubern würde? Es tut mir leid, Liebes. Ich wurde zu einer Notfallsitzung des Vorstandes einberufen. Notfall? Gibt es im Büro keinen Wermut mehr oder was? Sind die da nur am Saufen oder wie? Das Mittagessen verschieben wir auf ein andern Mal. Der Wermut ist alle, ihr Lieben. Das ist natürlich wirklich ein Notfall. Also, wollen wir hier mal schnell auf, damit wir hier Platz gemacht haben. Liegen denn hier, was ist denn hier? Ach so, da, ach so, sie hat die da hingelegt. Ja gut, so du Huhn, leg mal ein Ei. So, wir haben hier oben aufgerüstet, sehe ich. Und ein Ei für euch. Okay, was haben wir da? Äpfel, Zitronen und Sellerie, würde ich behaupten. So, dann möchtest du den Honig, sollst du bekommen. Hier kann aufgeräumt werden und du möchtest nur ein Ei. Och, du bist aber zurückhaltend, mein Freund, echt. Sich hier aber das Holz nicht vorab in den Ofen werfen kann, das finde ich aber komisch. Naja, so, jetzt holen wir das, dann 1, 2, 3 und 1, 2, 3 für euch. So, okay, ja, du Huhn, leg du mal ein Ei, da ist die Maus. Ach, jetzt muss ich hier mal Feuer und dann muss ich ein Ei holen, oh wei. Und dann muss ich zu dem Kind und dann muss da aufgeräumt werden und dann brauche ich schon wieder ein Ei und die Bohnen, okay. Dann wird mal kassiert, sie guckt schon ganz unglücklich. Nein, ich habe dich nicht vergessen. Ich komme. Ich komme euch alle zu kassieren. So, die Bohnen da aufräumen. Auf ihn hätte ich jetzt warten können, das war doof, aber egal. So, und ihr möchtet Pistazien und ihr möchtet den Honig. Alles klar, sehr gern. Das Huhn kann mal bitte ein paar Eier legen. Ach schön, aber ich finde es hier richtig hübsch auf dem Bauernmarkt. Gefällt mir ganz gut. So, Maury, einmal aufräumen hier unten und ihr wollt das und das. Ihr möchtet ein Ei und Sellerie. Okay, sehr gerne. Ja, bevor du jetzt weinst, komme ich zum Kassieren. Und ein Ei für die Lady. Ja, du Huhn, du bist hier heiß begehrt irgendwie, ne? So, das ist für dich, bitteschön. Und dann, ja, Holz, ist klar. So, warte mal. Dann hole ich ein Ei. Zweimal das. Dann hole ich die Suppe. So, dann hole ich das. Das noch zweimal. So, das ist für euch. Eins, zwei für euch. Kartoffelsuppe freigeschaltet, okay. Dann hier oben einmal die Auswahl an Gemüse und Obst, sehr gerne. Da wird aufgeräumt, da wird aufgeräumt. Und du möchtest die Suppe und ein Ei. Kommt sofort. Die Musik ist auch irgendwie nett hier, ne? So leicht gepfiffen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, warte, dann nehme ich das noch mit. Das passt noch für dich, für euch. Sehr schön. Gab das jetzt gerade keine Kombo, dass ich die beiden
hintereinander bedient habe. Kann das sein? So, das war's aber auch schon wieder. Der Tag ist schon wieder rum. Nee, ich hole jetzt kein Holz mehr. Kannst du vergessen hier. Hey Mary, ich habe an ein paar neuen Witzen gearbeitet. Bereit für eine Kostprobe? Ich ändere auch dauernd meine Stimme für dich. Was will ein Frosch im Milchladen kaufen? Quark. Verstehst du? Quark. Quark. Ja, sie hat's verstanden. Okay, du hast recht. Ich muss noch ein wenig daran arbeiten. Oh Mann, ey. Ihr seid alle nicht so besonders erfolgreich hier mit euren Karrieren, ganz ehrlich. Hey, wie lief es in The Country Mouse? Ich hab gekündigt. Hier läuft es echt nicht gut. Ich habe einen Tag dort in der Küche verbracht und eingesehen, dass das nichts für mich ist. Oh wow, einen ganzen Tag, was? Was ist passiert? Hat man dich nicht direkt befördert? Komm schon, ich erzähl dir alles beim Dessert. Okay, aber ich habe nicht allzu viel Zeit, ich muss noch lernen. Ja, also im Moment sind die drei hier alle so ein bisschen am Abkacken, ne? Mary wechselt von einem Restaurant ins nächste. Er ist einfach nicht lustig und er, naja, egal. So, ihr Lieben, weiter geht's. Der nächste Bonus. Bestellung bitte. Serviere nur vollständige Bestellungen an deine Kunden. Na, das sollte ja wohl möglich sein. So, die Kartoffelsuppe. Was sagt Lüladen? Lüladen sagt, wir können kaufen. Das ist schön, das machen wir auch. Und dann sind wir schon wieder so gut wie pleite. Ich darf nicht so viel hier mit den Franzosen rumhängen. Das ist nicht gut. So, halt hier. Hier, du Huhn. Du Huhn, geh los. Mach Eier. Eierproduktion los. So, ihr wollt die Kartoffelsuppe, drei Äpfel und eine Auswahl an verschiedenen. Alles klar. Und du möchtest auch eine Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe selbstgemacht, ihr Lieben, kann übrigens sehr lecker sein. Müssten wir ja hier vielleicht auch mal wieder machen. Hat Schatz irgendwann mal gemacht, war richtig gut. Ich war da anfangs nicht so helle von begeistert. Weil ich so dachte, Kartoffelsuppe mehr hier von mir ist. Aber wow, hat gut geschmeckt. Ja, ja, wollte ich mal sagen. So, was möchtest du denn hier unten? Du möchtest hier so ein Brot. Alles klar. So zu bekommen. Kommt ihr hier noch? Ja, ihr kommt. Du kommt mal ein bisschen schneller. Dankeschön. So, da wird aufgeräumt. Und hier eine Kartoffelsuppe und ein Ei. Was macht ihr bitte mit dem rohen Ei? Kann mir das mal einer sagen? Nehmt ihr das mit heim oder benutzt ihr das zum Zaubern oder trinkt ihr das so aus der Schale oder was treibt ihr mit dem rohen Ei? Ich überlege halt nur, ne? So, ja, es war mir klar. Sobald das Feuer da irgendwie runter ist, möchte irgendjemand Kartoffelsuppe. Wie soll es auch anders sein? So, hier brauchen wir das für dich. Und damit wird hier kassiert. So, ihr wollt das und das und das und das und die Pistazien. Okay, einpacken und go. So, nochmal Pistazien hier unten. Achso, ja, und du kannst gehen, wenn du möchtest. Du musst hier... Oh, Pistazienalarm. Warte mal, ich hole mal die Suppe schnell, bevor da das Feuer ausgeht. Achso, ja. Ja, Mary, nimm's bitte auch, ne? Nimm die Pistazien von der Waage, sonst wird das hier nichts. So. Erdnüsse freigeschaltet. Cool. Ah, dann aber lieber Pistazien. Na, mit so ein bisschen Salz. Ich stehe auf Pistazien. Aber die sind irre teuer, finde ich. Ja, ja. Und wenn man die im Bett isst, dann machen die furchtbaren Dreck. Ja, ist so. So, dankeschön. Und Level 34. Vertrauen in das Gesetz. Sie sind überall. Wer ist überall? Jetzt aber bitte keine Mäuse, ne? So, die Erdnuss wird natürlich verwendet.
Den Laden, ja, dann könnten wir einen Tisch, ne? Komm her, kaufen wir einen Tisch. Okay. Ach, diese Knutscherei hier. Ich verstehe das nicht. Warum tust du dir das alles an? Für deine Eltern? Es geht dabei nicht nur um Sie, Peter. Als Anwältin wäre ich finanziell abgesichert und ich könnte auch Pro Bono-Fälle übernehmen. Damit helfe ich dann Menschen, die es wirklich nötig haben. Außerdem schadet es nicht, dass meine Eltern Teilhaber in ihrer eigenen Kanzlei sind. Sie haben Tausende von Kontakten, die ich nutzen kann, und eines Tages werden ihre Anteile an der Firma auf mich übergehen. Verglichen mit einem Leben, wo ich von Monat zu Monat immer wieder in anderen Restaurants arbeite, hört sich das gar nicht so schlecht an. Oh, bitte. Ich habe doch gesehen, wie schnell du deine Bücher beiseite legst, sobald du was Interessantes in der Küche machen kannst. Ist das ein Angebot? Füttern sie sich hier mit Eis. Wie auch immer, ich denke, dass es dir gefallen würde, wenn du eine reiche Sugar Mommy als Freundin hättest. Was hätte ich davon, wenn ich dich dann kaum noch sehen würde? Oder wenn du so unglücklich in deinem Job wärst, dass du keine Zeit mehr für was anderes hättest? Also gut, dann muss ich uns vielleicht ein Restaurant kaufen, in dem wir ab und zu gemeinsam kochen können. Auf jeden Fall wird es jetzt schon spät und ich muss weiter lernen. Wie viel Uhr ist es? Guten Morgen. Ja, schmeiß. Ah! Schmeiß doch alles weg. Egal, die knutschen erstmal weiter hier, ne? Der Junge bricht sich da oben fast den Hals mit den orangen Aprikosen. Sammle die verstreuten Früchte ein. Okay. Ach, sie rennt da selber hin. Ach, du ahnst es nicht. Ja, okay. So, komm hier und da und da und da. Lauf, 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 Mary. Wir haben heute noch mehr vor. Guck mal, hier unten ist noch eine. Sehr schön. Warst du schon? 1, 2, 3. Und dann ist das für dich. Einmal das Huhn bitte anklicken. 1, 2, 3. Dann die Kartoffelsuppe. Komm, Huhn, mach hin. Ich brauche das Ei. So. Haben wir das auch geklärt? Er jongliert hier fleißig. Gehst du eigentlich zu den Tischen? Gehst du zu den Tischen jonglieren? Nein, tut er nicht. Hätte ja sein können. Oder er holt wieder seine Geige raus oder was auch immer. So, 2 Erdnüsse. Dann geht er mal aufräumen. So, das für dich. Und hier brauchen wir. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier auch Käse liegen. Okay. Ja, komm, du kannst auch schon mal bezahlen. Das Huhn nochmal animieren, ein Ei zu legen. Da ist die Maus. Sehr schön. Holz, 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 Holz. Ja, klar. Dann, und dann in dem Moment wollen die Kartoffelsuppe. Was auch sonst. Und noch eine Kartoffelsuppe. Okay. So, das für dich. Bitte schön. Wiedersehen. Ach ja, ihr Lieben, so ist das hier alles. Okay. Das und das. Erdnüsse. Erdnüsse mitnehmen. 2, 3. Und hier unten das Brot. Okay. Eier haben wir genug. Wunderbar. Da einmal aufräumen. Ich frage mich jetzt, was hier noch reinkommt in diese beiden Behälter. Habe ich gerade gar keine Vorstellung. Hier haben wir Marmelade, aber was könnte hier reinkommen? So, Marmelade. 1, 2, 3 Äpfel. Okay. Grüner Apfel freigeschaltet. Sehr schön. Okay, was wollt ihr? Nüsse? Honig? Ich klicke irgendwie hier falsch auf die Nüsse. Vielleicht muss ich unten auf die Waage klicken, damit ich die dann da runter bekomme. Ich klicke immer hier oben drauf, ne, auf die Nüsse und das klappt aber irgendwie dann nicht so recht. Wir brauchen Feuerholz und da muss aufgeräumt werden. Ja, es war so klar. So, einmal Kartoffelsuppe für dich. Und ihr wollt das Brot und die Erdnüsse. So, versuche ich hier unten zu klicken. Ja, das scheint besser zu funktionieren. So, zweimal das. Zweimal das. Nee, unten klicken, nicht oben. Da einmal aufräumen. Und du möchtest ein Brot, okay.
Warum hast du ihr das Brot denn jetzt nicht? Gibst du ihr... Ach so, sie will da Käse auch noch... Oh, wei. Och, je. Das ist mir ja unangenehm. Naja. Ich habe den Käse gar nicht gesehen auf dem Brot. So, einmal Honig für dich. Nochmal Honig. Aber ihr wollt jetzt das Brot, das ich habe, ne? Jawohl, das ist nett. Das ist super. Dann bin ich das doch auch noch losgeworden. So, kommt ihr noch? Naja, komm her, du kannst gehen. Alles wird gut. So, dankeschön. Und laden schon wieder zu. Luigi hat gesagt, dass du genug Talent hast, um einmal eine großartige Köchin zu werden. Das hat er? Ich meine, natürlich hat er das gesagt. Mein Plan ist es, in meiner Freizeit zu kochen, dann früh in Rente zu gehen, damit ich dann eines Tages endlich mein eigenes Restaurant eröffnen kann. Eine Anwältin und eine Köchin haben so viel gemeinsam wie ein Igel und ein Delfin. Und du? Luigi hat mir erzählt, dass du recht ordentlich Violine spielst. Wenn du dich einmal dazu hinreißen lässt. Psst. Wer braucht schon eine Violine, wenn man Material wie das hier hat? Was sagt ein großer Stift zu einem kleinen Stift? Wachsmalstift. Ach komm, so schlecht war der jetzt nicht. Wachs, Mal, Stift. Gib's auf. Stell sie ein, sagte mein Bruder. Du wirst mir noch dafür danken, sagte er. Hey komm, der Wachsmalstift, ne? Wachsmal, du Stift. Der war gar nicht so schlecht. Ach Mann, oh, der arme Mori hat aber hier auch überhaupt keine Chance. Mit seinen Witzen. So. Ja. Wachsmalstift, ey. Oh, war ja. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder. Mein Gott, die Zeit vergeht. Wir machen auf jeden Fall weiter in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trillen.